Weiter geht's mit Bus oder Bahn. Mike Gräfe beginnt seine für ihn späte Schicht um 7:45. Tschüss. Heute übernimmt er die Linie 1 nach Huchting. Straßenbahn fährt er schon seit 25 Jahren. Ja, man muss ja auch immer gucken, ne? Hier ist ja immer Trubel. Man muss auch immer auf alles achten, ne? Das größte Risiko seien die anderen Verkehrsteilnehmer, sagt er. Also als Busfahrer oder Straßenbahnfahrer, normalerweise müsste man ja immer gesehen werden. Bei vielen ist das nicht so. Ne, die Fahrradfahrer, die Fußgänger, die Autofahrer, die Lkw-Fahrer, wie sie alle da draußen, so sage ich mal, rumtouren, die sehen einen eben halt manchmal überhaupt nicht. Ne? Und das ist eben halt meine Aufgabe, jede Situation so abzuchecken, was auch immer nicht so ganz einfach ist. Ist Ihnen noch nie irgendwas passiert? Doch, so kleine Unfälle habe ich auch schon gehabt. Aber die waren immer dann glimpflich. Ne? Toi, toi, toi. So, da wollen wir mal wieder los, Tigern. Die warten ja schon. Fahrer und Fahrerinnen müssen auch lernen, wie sie sich in schwierigen Situationen deeskalierend verhalten müssen. Engadiner Straße. Nein, dann kommt das auch mal vor, dass Fahrgäste nach vorne kommen. Hören Sie mal zu, da hinten. Ich glaube, da kann das eskalieren. Dann versuche ich natürlich gleich bei der nächsten Haltestelle zu reagieren. Und ich dann mal eben ganz schnell den Druck da rausnehmen kann. Wenn ich dann sage, ich kann auch die Polizei holen, dann ist meistens schon immer, dass das dann sich von alleine so erledigt. Es gibt Probleme mit dem Fahrscheinautomaten. Mike Gräfe ist dafür aus seiner Fahrerkabine gekommen. Wenn nicht, muss ich das sonst mal eben bemängeln. Dann fahren Sie jetzt mal eben summeln, ne? Das kann auch mal passieren, dass der Automat nicht funktioniert. Ja. Nur in Notfällen darf er während der Fahrt angesprochen werden. Der kaputte Automat hat ihn jetzt einige Minuten Verspätung gekostet. 3 Stunden hat er noch vor sich. Er freut sich drauf, jeden Tag, sagt er. Ich bin so für mich, durch die Gegend fahren, finde ich schön, von A nach B. Ich mache das gerne, ne? Also immer noch nach 25 Jahren, muss ich sagen.